Also das gute alte Alan Farnische, ich befördere dich in eine Kolonie, damit du mir nicht mehr auf Nerven gehst. Genau, und wenn du Glück hast, wirst du sogar weggemessert von irgendeinem vergifteten Dolch, wenn du Scheiße baust. Wenn du keine Scheiße baust, dann bist du halt da und nervst nicht. Oderin hat da ganz interessante Flyer zu. Okay, also der Mann hat jetzt keine riesigen Verbindungen und ist hier überhaupt im Prinzip strafversetzt überhaupt worden. Überhaupt nicht, ja, genau. Der hat überhaupt keinen Einfluss. Okay, also wenn er frech wird, klatsche. Verstanden. Naja, also der Kommandant hier, wenn mich nicht alles täuscht, ist der strafbefördert worden, wie man so schön sagt. Ach, wie schön. Ja, abgelegene Kolonie, ein paar Männer. Und wenn er frech wird, dann... Hat er irgendetwas Größeres ausgefressen? Das kann ich euch tatsächlich nicht mehr genau sagen. Ich nehme an, er wird entweder frech geworden sein, ist dem falschen Granden auf die Füße getreten, hat einen Vorschlag gemacht, der eigentlich vernünftig wäre, aber irgendeinem Granden nicht gepasst hat. Da könnte es jetzt viele Gründe geben. Nun sagen wir so, es wird wohl nicht allzu übel gewesen sein, sonst wäre er wohl kaum noch am Leben. Na, das würde ich so nicht unbedingt behaupten. Vielleicht hat er auch jemanden, der ein bisschen seine Hand über ihn gehalten hat. Nun, dann wollen wir doch mal sehen. Ja, direkt im Hafen anrainer könnt ihr auch zahlreiche von den anderen Wachen erkennen, die da wohl gerade direkt immer an den Schiffen stehen und irgendwelche anderen Matrosen maßregeln, weil die Kapitäne schon auf Landgang sind. Und die sind hoffnungslos überfordert mit dieser Vielzahl. Andere Händler könnt ihr tatsächlich auch gerade nicht erkennen, zumindest nicht am Hafen mit ihren Schiffen. Aber wenn ihr dann den wenigen Wegweisern folgt, könntet ihr entweder zur Kommandantur oder zum Marktplatz, wie gesagt, kommen. Die Kommandantur würde kurz vor euch auf euch warten und da könntet ihr dann auch schon sehen, wie ein einzelner Gardist davor steht und euch misstrauisch anblickt. Kommandantur zuerst, Kapitänin, oder wollt ihr erst in die Stadt? Ich denke, wir sollten die Formalitäten zuerst erledigen. Was meint ihr? 3 Tage Liegegebühr? Ich denke, länger bleiben wir auf keinen Fall. Ja, ich glaube, wie man so schön sagt, das letzte Kettenhemd hat keine Taschen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Ihr habt ein Kettenhemd mit Taschen? Aber ihr habt den Spruch nicht verstanden. Boltax, erklärt den Spruch, bitte. Ja, also, meine Großmutter, elterlicherseits, die hatte ein Kettenhemd angefertigt für meinen Vater und das hatte 2 sehr kleidsame Taschen. Es war das Familienkettenhemd unserer Familie und wir waren sehr stolz darauf. Wisst ihr, meine Großmutter hat es sehr liebevoll aus verschiedenen Kettenhemden zum geflocht. Groß. Oh, Boron zum Groß. Der Mitleidlose grüßt euch natürlich auch. Wir müssten einmal mit dem Kommandanten sprechen und unsere Liegegebühr entrichten. Ja, Liegegebühr könnt ihr dann hier unten direkt machen, hinter dem Tresen. Einfach die Glocke läuten und wenn ihr zu dem Kommandanten wollt, dann müsstet ihr rechts einmal die Treppe hoch. Er hat wohl auch gerade Zeit. Die letzten Kapitäne sind vor, ich weiß nicht, 10 Minuten gegangen oder so. Ja, sehr freundlich von euch. Schöne Stadt hier. Danke. Er greift in seine Tasche und gibt dir eine Klammer. Eine Nasenklammer. Die wirst du brauchen, Bruder. Ja, danke. Ich benutze die. Ich weiß nicht warum, aber ich werde es einfach machen. Ja, okay. Du schiebst sie dir in die Nase rein und bist zumindest nicht mehr in der Lage zu riechen. Habt ihr vielleicht noch eine zweite für mich? Ja, er hält die Hand auf. Was weiß ich, in Silber. Ja, er greift in seine Tasche und holt nochmal 10 Klammern raus. Habt ihr auch eine Erklärung dazu? Naja, wenn du den Kommandanten riechst, dann wirst du es wissen. Wäscht er sich nicht täglich? Na, Horasia. Ihr müsst nicht schlecht über euren Kommandanten sprechen. Wir gehen einfach hoch und werden es selbst erleben. Genau das. Viel Spaß. Ja, ich glaube, mir mal so eine Nasenklammer. Selbst der Zwerg. Man sollte einem Gardisten vertrauen, was seinen eigenen Kommandanten angeht. Die Tür steht auch offen.
Ob das jetzt an der Hitze liegt oder... Am Durchzug. Am Durchzug. Aber die Tür steht, er steht an der offenen Tür. Ich möchte ihn näher schnüffeln. Wenn du schnüffelst, es riecht so ein bisschen verdorben. So ein bisschen süßlich ist es nicht. Bitter ist es auch nicht. Vielleicht nach Zwiebeln. So ein scharfer Geruch. Und wenn du dann dich reinlehnst, kannst du auch sehen, wie wohl hinter dem Tresen, musst auch gar nicht klingeln, hinter dem Tresen steht schon irgendein Hafenmitarbeiter wohl. Der hat wohl auch so eine Klammer unter seiner Nase. Die sind zum Gruß. Ist jemand gestorben oder warum stinkt sie so fürchterlich abartig? Ich versichere euch, Abelmir, eine Leichname riecht anders in allen Stadien der Verwesung. Kommt rein, seid nicht so behindert. Müsst doch nicht so schreien, der Kommandant hört das. Ja, eine Freude, dass ihr uns empfangt. Noch mehr Kapitäne, ja? Wie viele Schiffe habt ihr? Naja, wir zahlen jetzt erstmal nur für eins. Okay, wie groß? Naja, wenn ihr nach draußen geht und ich würde mal auf das Haus, aufs Ende vom Haus zeigen und auf die andere Hälfte vom anderen Haus, ungefähr bis da. Okay, also von 40 bis 60 Metern. Ja. Wie viele Tage? 3. 8 mal 3 sind... Dann bekomme ich 2,4, sagen wir 2,5 Dukaten von euch. Immerhin korrekt, scheint der Mann ja zu sein. Bitte. Danke. Steigt er sich ein? Name? Vom Schiff? Aviandas Rettung. Er krackelt irgendwas hin mit so einer Handschrift, die keiner lesen kann. Und der Name von der vom Kapitän? Sulamin Ashabra, Salar Shalia Aicher Khalil. Okay, keine... Er schmiert wieder irgendwas hin, was bestimmt nicht zu ihm heißt. Und nickt euch dann zu. Passt. Ich möchte gerne seine Schrift korrigieren, obwohl ich selber nicht weiß, wie man ihren Namen schreibt. Und wenn du über seine... Wenn du über seine Schulter guckst, kannst du sehen, er hat Alrik, Klammer auf W, Klammer zugeschrieben. Nein, das müsst ihr mit... ich weiß, man hört es nicht. Das sind 3 Zs am Anfang. Sehr seltsam, habe ich am Anfang auch nicht geblickt. Er spielt vor das Alrik, spielt dann noch ein Z. Zalrik steht da jetzt. Ja, da gehört ja nicht der Stempel drauf, sonst konnte jeder verfassen. Ich bin der Einzige, der hier ist. Ja. Aber mir in der ganzen Stadt sind vermutlich so wenig Leute, dass sie sich alle noch mit Namen kennen. Normalerweise ja. Trotzdem gehört da ein richtiger Stempel drauf. Mann, verschwinde jetzt hier. Ja, Abelmir. Es war nett von euch, dass ihr uns empfangen habt. Wir gehen dann nach oben. Ihr wollt zum Kommandanten? Naja, von wollen ist jetzt ein schwerer Begriff. Abelmir, hast du mittlerweile deine Nasenklammer aufgesetzt? Ja, auf jeden Fall, Homie. Nachdem ich diesen Zwiebelgeruch wahrgenommen habe, auf jeden Fall. Von oben, der Geruch wird auch stärker, trotz der Nasenklammer, die ihr aufhabt. Wenn ihr da auch drin steht... Ich habe keine auf. Du hast keine auf, dann würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Also wenn jetzt so ein Nekromant anfängt... Sag, Junge, ich habe einen Bramak im Keller gelernt. Wo ist denn meine Selbstbeherrschung hier? Easy. Bramak im Keller gelernt, mir kann gar nichts mehr was. Ja, Junge, ich habe Paul Berras Wäsche gewaschen. Ja, gut. Also lass mich dir sagen, der Mann spielt Tennis. Ihr könnt zumindest dann die Treppe nach oben gehen und mit jedem Schritt wird es auch mit eurer Nasenklammer schlimmer und schlimmer und hier oben steht dann auch die Luft, weil hier die Fenster nicht offen sind oder keine Tür. Bis ihr dann sehen könnt, wie hinter einem großen Schreibtisch ein sehr junger Mensch sitzt mit soldatischem Schlag. Also ausgebildet wurde er wohl tatsächlich, aber eine Spur vielleicht zu hochnäsig, wie er nicht sein sollte. Aber gut, er ist halt Kommandant von Miamat und ihm unterstehen irgendwie 53 Menschen. Dementsprechend zieht er nochmal sein Kinn nach oben und ihr seid, was wollt ihr? Ich würde gerne ein Odem auf ihn wirken. Ich würde mir Zeit lassen. Also ein Odem oder ein Odem? Muss ein Rettungswurf gegen Odem-Waffen machen? Oder wie gegen ihn? Ich möchte gerne Etikette würfeln, ob er so schmutzig aussieht, dass er so stinken sollte, oder ob er nicht so schmutzig aussieht, dass er so stinken sollte. Nein, er sieht überhaupt nicht schmutzig aus. Das ist halt das, was du nicht... Ja, du weißt nicht, warum der so stinkt. Hat seine Uniform ist sauber. Seine Uniform ist sauber. Pakt mal vermuten. Ich stelle uns erstmal vor, während ihr rausfindet, was mit dem Mann verkehrt ist. Vielleicht hat er einfach nur
irgendwas sehr Herzhaftes zum Mittag. Es und ihr ist macht ein Hexenfluch, euch dann, ich bin 100% sicher. Ja, Hexenfluch, da packt mal. Oder Verfall. Boltax, du kannst mit deinem Odem kannst du tatsächlich eine leichte Aura um ihn herum erkennen. Sehe ich irgendwelche Merkmale oder ähnliches? Nicht auf den ersten Blick. Also es ist auch nicht dämonisch, das kannst du erkennen. Sind denn in diesem Raum Fenster oder nicht? Es ist ein Fenster drin und führt direkt nach draußen zur Straße, ist aber geschlossen. Also er selbst scheint es nicht zu riechen. Es scheint, ist ja wohl sehr dunkel hier heute. Mit diesen Worten möchte ich an ihm vorbeigehen und das Fenster öffnen. wusstet ihr, dass ihr verzaubert seid? Wer seid ihr denn überhaupt? Ich bin Boltax der Große. Das sagte ich doch gerade. Nun, wenn ihr die Hafengebühr bezahlen wollt, dann tut das unten. Das haben wir. Wir dachten nur, nachdem wir euch so mit unserer Flotte überfallen haben, sollten wir uns vielleicht vorstellen. Die gehören alle zu euch. Die gehören alle zu uns. Dann habe ich das euch zu verdanken. Könnt ihr ja sowas nicht vorher anmelden? Nein, die Möglichkeit bestand leider nicht. Aber seid ihr denn schon im Bilde? Uns wurde gesagt, ihr hättet euch schon mit anderen Kapitänen getroffen. Ja, wir waren alle hier. Die habe ich alle wieder weggeschickt. Die sitzen jetzt irgendwo in einem Lagerhaus, keine Ahnung. Kukris war hier. Der hat auch ein bisschen was gesagt. Und irgendein Sarnin. Ne, zwei sogar von denen. Und was davon habt ihr behalten? Dass ihr euch jetzt hier sammeln wollt und dass dann noch mehr kommen. Bin mir sicher, die Zahlung einer angemessenen, nennen wir die Ausgleichssumme für das unerwartete Eintreffen, würde den Herrn gnädiger stimmen. Ja, wir bekommen ja sowieso schon die Liegegebühr. Aber wie soll ich denn ihr Händler noch ein- und ausladen? Und Kapitän, ja, erklärt dem Mann doch unseren Plan. Wisst ihr eigentlich, dass man sowas anmelden muss? Vor allem, wenn ihr jetzt hier monatelang liegen wollt. Bis zu den namenlosen Tagen oder darüber hinaus? Nun, deswegen sind wir hier, um mit euch zu besprechen. Wir sehen auch, dass der Hafen nicht in der Lage ist, eine solche Anzahl an Schiffen auszubauen. Aber wir sind beispielsweise durchaus gewillt, in den Ausbau des Hafens zu investieren. Auch ist es nicht notwendig, dass alle Schiffe zu jedem Zeitpunkt hier liegen. Wir haben uns erst einmal hier getroffen, um zu eruieren, ob euer Hafen überhaupt geeignet ist. Ihr werdet von dieser Sache profitieren, da eine feindliche Flotte auf dem Weg hierher ist. Osti, kann ich eine Magiekundeprobe würfeln, um einzuschätzen, was das für ein Zauber ist? Ja. Denn das steht mir ab 12 ZFP-Sternen jetzt. Ja, darfst du. Da würde ich hoffen, dass sich das für mich lohnt. Für uns lohnt, für alle anderen lohnt. Wir müssen auf alle Fälle wieder dafür sorgen, dass eine permanente Handelsroute eingerichtet wird, die Nahrungsmittel aus Al-Anfa hierher bringt. Weil alles über die Rauschroute kriege ich nicht transportiert. Und eure Schiffe dürfen den Hafen nicht verstopfen, unabhängig von der Liegegebühr, die wir bekommen. Ich verstehe. Nun, ich werde mich mit den anderen Kapitänen treffen und ein wenig Ordnung in die Sache bringen. Ihr sagt, die Verpflegung ist ein Problem. Was noch? Alles. Alles, was man zum täglichen Leben braucht. Kleidung, Rohmaterial. Wenn ihr dann irgendwie kaputt geht und wieder repariert werden müsst, dann kriegt ihr das nicht alles aus dem Dschungel hier nebenan. Wie steht das dann mit der Verteidigungsfähigkeit eurer Stadt? Wir haben Rotzen auf den Türmen. Nun, das ist besser als nicht. Ja, auch die werden wir nachkaufen. Aber ich muss ja wissen, dass jemand kommt. Innerhalb von 2 Tagen schlagt ihr eine halbe Flottille auf. Aus all euren Ländern. Und keiner sagt mir ein Wort. Ja, ich verstehe, dass das für eure Stadt eine gewisse Überforderung darstellt. Wie gesagt, ich werde mich darum kümmern. Das würde ich auch hoffen. Boltax, du stellst fest, dass es wohl schon Naturmagie ist, aber nicht hexisch, sondern eher schamanisch. Mit denen hat das so nicht viel zu tun. So ein paar Tokamujak, die du mal kennengelernt hattest, die einen Schaman hatten, aber das ist irgendwas aus dem Dschungel. Okay, was bewirkt der Zauber? Dass er widerlich stinkt. Okay. Ja, da wären wir jetzt gar nicht drauf gekommen. Also es ist ein Fluch.
Ja, okay, dann würde ich ihm das so sagen. Junger Mann, wisst ihr eigentlich, dass ihr verzaubert seid und dieser Geruch daher stammt? Was für ein Geruch? Was glaubt ihr, warum wir die Nasenklammern tragen? Was glaubt ihr, wer noch das Fenster öffnet? Weil es hier dunkel ist, hat er gesagt. Ja, er neigt zur Untertreibung der Tatsache. Ich hab mich schon gewundert, warum jeder um mich herum an diese beschissenen Nasenklammern trägt. Nun. Kann ich aber Menschenkenntnis rufen, ob er das wirklich ernst meint? Also, er riecht das selber nicht. Du kannst Menschenkenntnis würfeln, ja. Punkt, ist der Mann tatsächlich so verplant, dass er das nicht vorher schon gecheckt hat? Er ist halt die Bauchpinsler gewohnt. Also kann er selber nicht riechen, das stelle ich mir vor. Also ist er ehrlich überrascht, wenn er von diesem Er kann es selber nicht riechen und seine Leute sind halt solche Schleimer, dass sie es ihm nicht sagen. Also er weiß es tatsächlich nicht. Du weißt nicht, ob er es nicht riechen kann oder ob er es mittlerweile nicht mehr riechen kann, weil er es halt immer an sich dran hat. Irgendwann sonst kapituliert halt dein Geist. Lass mich dir sagen, ich habe einen Kollegen von der Sorte. Die merken jetzt, das nicht. Jetzt, wow, jetzt kannst du tatsächlich auch ein bisschen den Reim machen, warum vielleicht auch Audrey de Metoir ihn abgeschoben hat. Das muss nicht der Grund sein, aber das kann der Grund sein. Wenn und überleg mal, was du für ein Loser sein musst, um von Audrey, der ja schon abgeschoben wurde, noch weiter abgeschoben zu werden. Also wenn du dir kurz mal anguckst, Audrey de Metoir, der sitzt ja irgendwo bei Port Corrad, beziehungsweise in der groben Region. Und wenn die eine Expedition in den Dschungel gemacht haben und die treffen da auf irgendwelche Waldmenschen-Schamanen, dann könnte das sein, dass das der Auslöser gewesen ist. Mission dann irgendwie nicht sauber abgeschlossen und das war dann einer der Gründe, warum er dann wegbefördert worden ist. Naja, also es ist, wie wir gerade sagten, aber es scheint, dass euch noch niemand darüber informiert hat, nehme ich an. Habt ihr es euch einmal mit einer schönen Frau verscherzt? Nein, das wirkt eher wie andere Magie. Aber wir können sicherlich etwas für euch tun. Meine Güte, jetzt, ich gehe schon in den Tempel, lasst mich in Ruhe. Ich habe alle Hände voll zu tun und wenn ihr mir jetzt sagt, dass ich verzaubert bin, dann spende ich halt wieder was in den Tempel. Hat das denn das letzte Mal geholfen? Ich weiß es nicht. Ich wasche mich jeden Tag. Außerdem ist mir das jetzt sehr unangenehm. Raus! Ich würde die Tür offen stehen lassen, wenn wir rausgehen, dass ein bisschen durchzug. Ich bin der Erste, der rausgeht. Ja, dann gehen wir erstmal. Ja, ihr könnt dann wieder draußen an einem euch auslachenden Hafen-Mitarbeiter vorbeigehen, der dann das Geld von euch eingesammelt hat. Und auch an der an dem Wachposten, der, wenn ihr dann rausgeht, tatsächlich wird Abelmir, weil als erstes rausgeht, angerempelt. Warum habt ihr das Fenster aufgemacht? Seid ihr wahnsinnig? Jetzt zieht die Scheiße von oben auch noch runter. Ihr könnt hier gerne wieder schließen. Ich gehe da nicht rein. Um zum Punkt zurückzukehren, Kapitän, ja, verzeiht. Ich schlage vor, dass ihr den Mann noch einmal bewusst macht. Also, gegeben der Gelegenheit, welch großartige Gelegenheit dies jedoch für die Badkasse, wenn ihr so wollt, ist. Schließlich bringen wir eine große Menge nicht nur an Liegengebühren, als auch an Stapelzöllen etc. 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 in seiner Stadt. Und sobald er sich darüber im Klaren wird, dass ihr das Potenzial habt, all diese Einkünfte auch woanders mit einer Stadt mit einem, sagen wir, hilfsbereiteren Kommandanten zu lassen, sollte er etwas auftauen. Ihr dürft mal eine Sinnenschärfeprobe würfeln. Und wir könnten ihm auch Frau Kohlraab vorbeischicken. Sie kann sicherlich diesen Zauber brechen, nicht wahr? Ich denke, sie bricht vermutlich eher seine Selbstvertrauen als den Zauber. Naja, also ich habe nicht viel gehört von Magie, aber ich habe gehört, Flüche, das ganz übel, das wieder loszuwerden. Deswegen sollte man sich mit den Hexen auch nicht verscherzen. Zulamin, du kannst in Richtung des Hafens, von dort, wo es wohl steht, in Richtung des Hafens kannst du gerade zwei Personen erkennen, die sich wohl, die keine normalen Matrosen sind, sondern Offiziere. Und zwar kannst du erkennen, sowohl Wilburg Kornplötz, Baron Perlenmeer mit seiner nie verheilenden Narbe auf der Wange und
Viborn den Stählenden, den zweiten Wachoffizier, die beide von der Seeadler zu stammen scheinen und immer normalerweise im Gefolge von Sanin sind. Okay, dann deute ich mal in die Richtung. Seht mal, die Seeadler ist auch eingetroffen. Ja, hat er uns ja auch bereits gesagt, denke ich. Sprach von zwei Sanins. Stehen ja gerade vor einem großen Lagerhaus und rauchen beide. Ich nehme an, dies ist das Lagerhaus, wo die improvisierte Kapitänsversammlung stattfindet. Ihr solltet euch nicht ausboten lassen, Kapitän. Na, dann gesellen wir uns doch mal dazu.